Er geht gleich los. Jetzt. Hallo Freunde und willkommen zurück bei The Evil Within Teil 2. Hallo. Wir glitschen hier gerade ein bisschen. Headbanger. Einer von uns beiden wollte unbedingt in die Nasenlöcher gucken. Ja, aber irgendwie klappt das nie so. Ich wollte mir hier, der hat Puppe. Seht das? Übelste Nasenhaare, Alter. Die sind jetzt Bart geworden. Ja, die hat dort einen Cut. Seit wann hat er denn den? Ach, ja, klar. Ja, ist gut, dass wir hier. Stefano, die alte Schwuchtel. So, wir haben jetzt aufgetragen. Kriegt erstmal hier. Wir müssen uns mal selber beglückwünschen. Guckt euch das an. Wir haben ein neues Audio-Setup. Wir hoffen, dass es für euch natürlich besser ist. Kamera ist hoffentlich hell genug. Zumindest sah es gerade eben noch aus. Alles weitere liegt an YouTube, weil das Video ist verdunkelt. So. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Nein, genau. Du musst die Leiter runtergehen. Das hat keiner gesagt. Doch, ich. Ach, leck mich doch, Alter. Fucking Leiterscheiß. Nee. Wenn jetzt hier irgendwas kommt. Ausgang D5 finden. Ja, D5. Oder D2 irgendwie. Ja. Ich glaube, es war D5. War Ausgang D2. Ab zu Vodafone. Den Scheißladen. Hallo. In der Kammerjäger und habe irgendwie wenig Munition. Das sollte man eigentlich nochmal welche herstellen. Ich mache mal kurz Munition. Ich glaube, du kannst da gar nicht weiter. Ja, sieht ganz danach aus. Die Tür war zu. Du hast es nicht mal probiert. Ich will mir kurz Munition machen, wo ich da reingehe. Also wenn du da reinkommen, will ich... Sorry, Leute. Aber ihr wisst, ich bin eher der Typ, der sich gerne ausrüstet. Ganz im Gegenteil zu Lisa. Die ist eher der Typ, der einfach reinrennt. Wer mal ein PUBG-Let's Play mit ihr gesehen hat, der weiß das. Es macht viel mehr Spaß. Munition 1 von 7. Mehr geht jetzt nicht, oder was? Wie viel Scheißpulver habe ich noch? 314. 314, ja. Na, dann geht los. So, da können wir jetzt wieder rumballern. Kuh, wie zurück. Quack. Ich bin Sebastian, ich bin ein bisschen... Sollten wir das vielleicht mit Controller spielen? Wäre das hilfreich? Ja, klar. Wäre das vielleicht hilfreicher? Falls ihr das lest, seht, was auch immer, gebt mal eine Info, wenn ihr wisst, ob das mit Controller sinnvoller ist. Ich glaube, sinnvoller ist es nicht. Es ist einfach nur dann anders. Aber ich kann mit Controller nicht zielen. Da siehst du, wir können da nicht lang. Oh. So schade. Ja, ultra. Aber die Musik wird hier unten gleich wieder ultramäßig krass. Ich mach mir hier kurz was. Tu mir selbst einen Gefallen. Machst also, du den Ton lauter? Leiser. Klar, es ist ultra laut. Mach mal noch lauter. Ich hab Bock auf Tinnitus. Nee, ja, ihr wisst vielleicht, ich bin da. Ich bin immer sehr krass im Spiel drin, deswegen, also wer Observer gesehen hat, guckt es euch an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ja, links hat was geleuchtet. Ja, hier leuchtet überall was. Wer Observer gesehen hat... Ach, das ist die Spritze, die ich nicht mitnehmen konnte. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Ich sag's nochmal, bevor ich wieder so rüde unterbrochen werde von der jungen Dame. Ist das euer fucking Ernst, ey? Ja, das sind ja Pistolenkugeln. Das war Schrotmunition. Das war Schrot? Ja, deswegen stand da auch von 7. Zumindest sah es aus wie... Was ist denn das? Achso, das ist die Spritze, die du mich mitgenommen hast. Ich glaube, wir müssen hier raus, genau. Ja, na klar, wir müssen ja jetzt zum Theater. Ich bin ja letztens nur deswegen wieder rein. Zu Tätertours. Weil ich speichern wollte. Ja, das wusste ich noch. Oh, guck mal. Omnomnom. Mir fehlt der Kopf. Headless Harry. Kennt jemand von euch noch Halloween Harry? Also, du musst meine Markierung mal wegmachen. Ja, beziehungsweise das hieß Alien Carnage, auch ein sehr geiles Spiel. Kriege ich ihn die weg? Da ist ein Unterschlupf, ernsthaft. Was hast du letzte Runde alles für einen Scheiß gemacht, mal ganz ehrlich? Was hast du hier eigentlich gespielt? Ja, ich hab nie so richtig geguckt, ne? Ich glaube, du warst von der Obscura, also der Busenkamera, noch ein bisschen entsetzt. Ja. Das auch. Ne? Guck mal, die hat Titten. Oh! Entschuldigung. Weißt du, magst dieses Wort nicht? Nein. In gewissen Zusammenhängen ist das aber das Einzige, was korrekt ist, meiner Ansicht nach. Und in diesem Kontext, was denn da? Durchaus. Eine Sicherung. Wir können sie zwar nicht verwenden, aber wir nehmen sie einfach mit. Wofür sind die da? Für die Elektrobolzen sind die. Von der Armbrust. Ach so, ja. Von Dr. Armbruster. Müssen wir jetzt hier wieder durch die halbe Scheiße durchrennen? Ja, wir müssen. Nee, oder? Wir müssen wieder da rein und den anderen Durchgang finden, doch.
Fickt euch, Alter, fickt euch. Muss ich mal kurz gucken. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Oh, leckt mich doch am Arsch. Ich hasse es da unten. Aber das Gasleck haben wir da jetzt weggemacht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist jetzt woanders. Yay. Oh, fick dich. Ausgang D5. Das Mark. I like to mark it, mark it. Mann, ich will hier raus. Ein Tisch. Ja, die haben so einen kleinen Thin Client, so ein Lenovo Thin Center ist das. Eindeutig. Oder so ein HP. Irgend so ein Mini-Teil. Da gibt es noch so eine Gammel-Computer. Ich sag's nochmal. Das Spiel spielt in einer Welt im unteren irgendwas bla. Ne? Also, das ist ja quasi nicht echt. Und in dieser unechten Welt sind wir nicht in der Lage. Nicht so weit weg. Jetzt. Oh, Tasche für Pistolenmunition. Nehmen wir. Wo liegt denn der? Ach, der. Oh, Alter. Also die Obscura haben wir getötet, oder? Nee, die ist einfach nur weg gewesen dann. Hm. Als wir dieses Teil angestellt haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Ich wäre so gern Terror. Alter, ich dachte, jetzt geht's gleich. Ich wär instant umgedreht. Ich wäre so gern Terror-Billy. Wobei ich als der auch schon oft genug gestorben bin. So, you are here. Die sind hier und wir müssen noch D2. Ne, D5. Das steht nur nirgends. Doch, da hier unten. Was ist das? D5. Wie ist denn du das? Mach mal, tu mal wegmachen. Guck mal nach oben, weil da oben steht D. Ach so, und das ist und auch da so. Da unten ist 5, ja. Oh. Entschuldigung. Also, das ist jetzt meine Vermutung. Wir müssen jetzt. Oh nein. Ist schon. Ganz toll. Oh. Piep, piep, piep. Hm? Was denn? Ding, ding, ding. Alles gut. Weiß nie, ob hier irgendwas ist. Ja. Jetzt kommt hier ein Springteufel raus. Oder halt Waffenteile. Oh, Flipper. Rotes Gel? Grünes Gel. 1000. Wir hätten ja auch mal wieder was machen können von dem Gel. Wir hätten ja meine Folge mal damit durchbringen. Meine, was? Ja, da ist eine Markierung. Wir hätten ja meine Folge mal. Ja, genau. Mal damit durchbringen können, dass wir hier einfach uns wieder leveln. Irgendwie machen wir das immer in deinen Folgen. Ich möchte auch mal. Nee, ist nie bei Kani. Arr. Naja, hab ich auch gehört. Arr. Arr. Oh. Arschloch. Kurzer Prozess. Na, bevor der hier machen wir die Tür zu. Ja, dann bleib halt offen. Genau. Kommt jetzt leider was angestarrt. Hilfe! Ich hab meine Frau verloren! 6 Schuss mehr, geil. Geil, geil. Eine Spritze. Und kriege ich jetzt auch die 6 Schuss mehr? Nee, aber ich krieg Schießpulver. Cool. Hier ist wieder ein Schrank. Was ist da drin? Waffenteile. Geil. Jetzt haben wir 125, Mann. Awesome. Ich fühle mich so safe. Welche, was von draußen oder was scheppert denn hier noch? Das sind, glaube ich, die Steine, die von der Decke bröckeln. Es klang wie von extern, es klang wie durch den Kopfhörer durch. Oh. Oh. Wenn ich hier einen Schreck kriege, Alter. Ich bin halt nun mal schreckhaft. Also ich will das nur noch mal sagen, ich bin hier echt voll immersiv drin in diesem Game. Wenn du einen Schreck bekommst, kriege ich auch einen. Ja, damit kann ich wiederum leben. Weiß auch immer noch nicht, warum ich mir das antue. Da vorne. Wie viele seid ihr denn? Oh. Alter! Hallo! Arschloch. Na?
Nein, hier wird nicht gebellt. Der Hund hat gerade, der setzt hier gerade zum Bellen an. Muff, hat's gemacht. War da was mit öffnen? Asanuel. Da stand eindeutig Arschloch. So, hast du noch was? Nee. Hallo? Ist keiner. Schöne Lensflares hat. Oh, es ist so schön. Ich warte ja noch auf den Moment, an dem wir wieder unten in diesem Kanal sind Sei still. und dieses Vieh kommt, wo ich schon gesagt habe. Ich höre hier schon wieder Sachen. Ja, das sind die Umgebungsgeräusche. Was ist das? Es ist eine Tür, die ist Die geht verriegelt. aber nicht auf, okay. Ich sehe uns hier runterbrechen. Ganz schön finster. Ganz schön tief und keiner weiß, was da ist. Immer vorbereitet sein. Wie hat Matt Imoody gesagt? Sei wachsam. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Hat er nie gesagt, aber okay, ja. Ja, das habe ich jetzt gesagt. Ih, da glibbert was. Was ist denn das? Ist das Stephanus Sperma, das lebt? Weißt du, der stellt sich hier hin. Hier, der stellt sich hin. Alter, ich bin so geil. Pff. Das ist eklig. Ich bin der Geilste. Das ist eklig, hör auf zu reden. Ach, guck mal, da unten ist wieder eine Kamera, glaube ich, oder? Ach nee, ist ein Scheinwerfer. Ich hab's bereits gesagt, das ist Stephanus Sperma. Vielleicht ist es auch Kotze. Ist hier eine Spinne? Nein, lauf einfach weiter. Lauf Kommt einfach weiter. bestimmt gleich irgendwas aus der Wand geschossen. Irgend so ein Jumpscare. Irgend sowas. Oder wie andere Leute sagen, Scare Jump. Hallo, ich bin der Kammerjäger. Ich habe gesagt, ich habe gehört, ihr Keller lebt. Ach, ist widerlich. Er blinkt. Was? Was? Der Fernseher ist angegangen. Sebastian! Ich bin die dumme Alte und ich knutsch dich gern. Kann ich da reintreten? Oh. Bin ich verwirrt. Ach. Was war denn das für ein brennendes Haus? Er dachte, da ist Lilly drin. Sorry. Dia. Als Relikt aus der Zeit vor den. Achso, warte mal. Haben wir schon gelesen. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind die erst hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufern zu finden. Die können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Weil du langsam plemplem wirst. Das liegt an der Spermawand. Was machst du hier? Mach's mir bequemer. Blablabla. Guck mal nochmal links ins Regal. Ach da, okay. Ich dachte, da Ja, liegt noch was. das hat er nicht eingewichst. Das ist eklig, hör auf. Ja, deswegen mache ich es ja. Muss mich hier ein bisschen ablenken. Das Spiel. Ah! Oh, ich gehe hinter. Tschüss. Ich gehe mal hier in den Keller. Was war das? I. Das Sebastian Stephanus Sperma kann laufen. Ich habe in dem Moment voll geblinzelt. Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ich habe die Maus direkt verzogen. Du konntest es Ach nicht so. sehen. Ja, guck mal hier. Oh, ich bin so geil auf dich, Spritz. Boah, Simon. Was denn? Hallo?
Na gut, das ist jetzt nicht eben. Das ist ja gar nicht widerlich. Aber das ist ein Spermium. Es hat einen Kopf. Na klar, hau rein. Aber wo musst du denn hin? Gucken wir doch mal. Nach rechts. What? Macht verschärfte Geräusche. Nach rechts ist... Da. Wie soll man denn... Ich muss dahinter. Wirklich? Ich muss hier rechts vorbei. Rechts? Ich muss hier hinter, da wo das große Exit-Ding ist. Ach so. Hallo. Vielleicht kannst du eine Flasche werfen, damit es wegguckt. Kann ich in die Flasche equippen? Auf der 6, glaube ich. Lass mich in Ruhe, Spermakopf. Okay, bringt nichts. Bringt nichts. Bringt nichts. Lass mich in Ruhe, Spermakopf. Ich kann nicht springen. Was soll das? Weg da. Dickfresse, lass mich. Und ich renn immer weiter. Und ich bleib ewig heiter. Und ich mach hier was. Mann, jetzt warte doch mal, du Lappen. Sebastian hat doch keine Ausdauer, das wissen wir doch. Ach, stimmt. Und ich versteck mich zwischen dem... Hallo, was ist denn das da? Da liegt was. Eine Tröte. Was ist denn... Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie ein Stück Kabel. Was ist das? Eine Sicherung. Ah, nein. Ich wusste es! Ich hab's mir gedacht, ich wollte es noch sagen, das ist Fallout. Mysteriöser Wackelkopf. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben, kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es in deinem Zimmer aufzubewahren. Klar, dreimal. Ey, Spermafresse, wo bist denn du? Also erschießen können wir es nicht. Ich hab da drauf geschossen, wieso lädt denn das nach? Du hast bestimmt im Laufen schon nachgeladen. Boah, ich bin so krass, Alter. Das war jetzt schon irgendwie witzig. Ich bin Spermagesicht. Du musst dir bestimmt ins Gesicht schießen. Ja, wenn ich treffen würde, würde ich das tun. Ins Gesicht. Bitch. Also ist es so geil, Spermagesicht ins Gesicht zu schießen? Also ich meine, weißt du, was ich meine? In your face, bitch. Ach. Ja, wäre instabil, wäre kaputt. Da war noch das Auge, hast du gesehen? Ja, war bestimmt nur ein Überbleibsel. Ach, D5, cool. Hallöchen, Popöchen. Hä? Hä? Keine Ahnung. Ja, halten, Ausschau halten. What? Wir kommen schnell rein. Kannst du auf die Karte gucken? Kann ich. Ah, jetzt kommst du da zum Unterschlupf. Die Jagd ist eröffnet. Ich bin zu blöd. Hallo, ich bin's, der Typ mit der Pumpgun. Ist hier wer? Will hier einer sterben? Scheinbar nicht. Dann nehmen wir mal dieses Dokument. Unscheinbare Dokument. Bericht Nummer 00532, Dislokationsprotokolle. Achievement, hab's nicht gelesen. Weißt du, was es war? Detektivarbeit. Wir sind Sherlock, Stefano, nee, Quatsch, Sherlock... Castellanos, das ist ja, wir wissen es ja, der Typ, der rausfindet, was offensichtlich ist. Er wartet auf mich. Er wird auf mich warten. Betreff Kerndislokations-Notfallprotokolle. Was wieder bedeutet, also was wieder zeigt, dass wir im Deutschen eine der
Wir kriegen die geilsten Worte zusammen. Kerndislokationsnotfallprotokolle. Ich glaube, das kann man in keiner anderen Sprache. Ein fehlender Kern ist umgehend zu ersetzen. Selbst wenn ein Kern nur wenige Stunden fehlt, kann dadurch die STEM-Programmierung in Mitleidenschaft gezogen werden. Falls der Kern länger als 36 Stunden fehlt, müssen die Notfallprotokolle in Kraft treten, damit der Kern nicht entweicht. Notfallprotokolle sind nur Mobius Operators der Sicherheitsstufe Alpha zugänglich und lassen sich nur auf den Mark-Servern öffnen. Ich habe auch einen Mark-Server. So, bisschen Munition, danke. Bisschen Kraut, danke. Bisschen Scheiß, Waffenteile. Bin schon wieder los, was humpelst du so? Hallo? Dame-Fresse. Nicht da. Ich erwartet hier immer wieder was anderes. Erst kommt die Kreissägen, Alte, dann kommt die Tittenkamera und jetzt kommt Spermagesicht. Das ist die Schwebefrau vergessen. Oh. Eine Kamera. Alter, was sehen wir denn jetzt? Weiß nicht, aber das hier ist der Safe Room, uns kann nichts passieren. Ja, ja, sag das nur. Hier, das ist... Ha! Eine Akte, Confidential Report. Wieder was Vertrauliches. Jill Valentine. Boom. Was? Wer bist du, Bitch? Genau. Seine Frau. Aber die klang doch ganz anders. Das ist seine Frau. Ist das Lillian alt? Keine Ahnung. Gucken sollen, spielen sollen. Easy. Und. Boom. Und trotzdem musstest du uns erst zu dumm kommen? Naja. Was? Auf Nummer sicher gehen. Hm. Nee, stimmt, das hat man ja am Anfang hat mir schon im ersten Teil zu tun. Esse das Wabbelzeug da draußen. Schmeckt geil. Das ist von Keim. Sagt der Richtige. Ja. Zu spät, zu wenig, zu spät. Hihi. Darauf ein Prost. Genau, der muss diagnostiziert sein, sonst geht das nicht. Cool. Der nicht. Der sammelt ja Leute um sich. Schön, dann dürfen wir bestimmt das komische Obscura den kaputt machen.
Mit den Jahren. So geil. Ihr müsst mal wirklich auf die Bewegung von der achten. Die macht die ganze Zeit. Und das aber, oder? So richtig schön. Das ist so eine echt abgehackte Bewegung. Psychopathen? Gute Frage. Ja, schon wieder. Die hat bloß 3 Bewegungen. Ja. Hier huschelt gerade was an uns, nicht wundern. Ja, der kleine Hund. Ja, du Feiner. Nein, nein, warte, warte. Ups. Ja, du. Er ist im Kopfhörerkabel schon wieder hängen geblieben. Jetzt war wieder die Bewegung. Teil den Gedanken mit uns. Satan. Alter. Sterb neugierig. Die Teampsychologin, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, die hilfreichste Frau hier bisher, die uns nur Sachen gesagt hat, die eigentlich wir schon wussten. Hier ist ein Psycho im Kern. Danke, Captain Obvious. Und wir haben eine Theorie, die sie uns noch nicht sagen will. Danke, Schnepfe. Alter, du Kackbuhn. So, bevor der Hund jetzt völlig eskaliert, wir sind außerdem schon über das Zeitlimit, das Selbstgesetzte, machen wir jetzt hier Pause. Wir sind bei Yukiko Hoffmann, oder wie die gute Frau heißt, die uns wieder Sachen gesagt hat, die wir eigentlich schon wussten, und fühlen uns wieder schlauer. Und damit schicken wir euch jetzt in die nächste Episode. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Verewigt euch in irgendeiner Form. Und hoffentlich sehen wir euch beim nächsten Mal wieder, wenn wir Fragen beantwortet bekommen, die wir nicht gestellt haben, und keine Antworten auf Fragen bekommen, die wir gestellt haben bei The Evil Within Teil 2. Ciao. Tschüss.